Alles gut. Okay, okay. Boah, Druckwelle, Druckwelle, Druckwelle. Okay, Druckwelle. Okay, und auf ihn drauf. Okay, er ist weg. Hm, gib mal her. Ich warte, bis er hier schießt. Weil das überhaupt macht. Oh, was? Warum damit? Ja, danke. Nicht dahin, Mann. Lauf mal hier runter. Hier ist das bestimmt auch ganz spaßig. Ein bisschen fluschen. Wollte ein bisschen Muni mitnehmen, das ist natürlich auch safe. Gut. Ich glaube, wir haben es jetzt erstmal so teilweise. Den hätten. Kriegen wir von hier. Ich check's nicht mal. Oh! Oh. Ah, da war was. Boah, wir werden die Zeit zurück ins Normalgewicht bringen. Und ich wollte mir die Zeichnung von Bev gerade anschauen, aber es geht nicht. Aber wir können hier rein, das ist natürlich schön. Wo sind jetzt die Gegner? Da ist einer. Oh, der ist weg. Danke für die Warnung. Naja, ich bin auf dem Weg weg. Das Gute ist, wir können wuschen und flashen sehr gut einsetzen, um wegzukommen. Das ist sehr nice. Lustigerweise stehe ich eigentlich dahinter, aber daher das halt Third-Person-Cam ist, stehe ich eigentlich wieder nicht dahinter. Macht schon Spaß, die Logik des Spiels zu überlisten. Mann! Ja. Mit dem Money. Vor. Und rennt da. Kannst du jetzt mal endlich sterben? Oh nein. Er ist tot. Schön. Muni. So, wo ist er denn? Da unten. Weg hier. So. Hier jemand hin und her gehen. Okay, da drüben. Oh, es hat dir sehr viel gebracht. Alter, wo? Okay. Das war das Letzte, was ich hätte machen können. Oh, shit. Run. Alter. Oh, noch eine. In den Pfeiler. Ja. Okay. Kann ich jetzt? Noch eine! Ah! Hör auf! Ich werde schießen! Das ist meine Chance! Wie, ich treffe ihn nicht! Getroffen! Oh shit. Quick Time Event! Nee, eben nicht! Das Game hat es nicht so mit Quick Time Events. Ich würde es so geil finden, wenn ich mal was drücken muss, wie B oder A oder X oder.
Hi. Er ist tot? Ja, er bewegt sich nicht mehr und hängt in der Luft fest. Also gehe ich mal von aus, er ist tot. Und er ist Blut. Ich gehe mal von aus, er ist tot. Er bewegt sich nicht. Paul Serene ist gestorben. Tötet durch Jack Joyce. Er ist tot. Egal. Erklär später. Auf uns wartet Arbeit. Ja, Paul ist tot. Nice. Endlich den Fight gemacht. Ich muss die Gegenmaßnahme an den Kern anschließen. Sie wurde dazu entwickelt, das Meyer-Joyce-Feld mit Kronenpartikeln zu übersättigen. Die Zeitmaschine fungiert als Verstärker. Das wird eine Kettenreaktion auslösen und das Feld regenerieren. Ein universelles Ereignis. Ich glaub's dir mal. Mach einfach. Wie denn? Die Gegenmaßnahme hat wenig Energie. Wir brauchen einen Stoß Kronenpartikel. Eine Starthilfe. Und das bist du. Okay, wir machen das. Oh, lebt wieder. Aufpassen. Nicht aufhören. Er lebt wieder. Er lebt! Hallo. Ah, das kennen wir ja schon. Oh, er ist weg. Er wurde durch die Zeit geschmissen oder was? So wie Jack damals. Die Gegenmaßnahme. Sie hat die Zeit überall wieder geflickt. Die Zerstörung blieb aber bestehen. Die Toten blieben tot. Aber die Zeit... Jack. War wieder normal. Und er hat keine Kräfte mehr. Die Uhren tickten weiter. Steh auf! Ah, na komm! Da haben wir gerade das Universum gerettet. Ja. Wo ist Paul? Er ist weg. In eine andere Zeit. Er ist weg. Keine Ahnung. Ist egal. Will, nein. Er hat komplett falsch gelegen. Wirklich? Da bin ich. Will. Die Gegenmaßnahme funktioniert. Die Gegenmaßnahme ist ausgebrannt. Okay. Aber das Meyer-Joyce-Feld sollte jetzt stabil sein. Wir haben noch Kräfte. Natürlich. Ich muss einige Tests machen, um das zu bestätigen. Aber es gibt keinen Grund zur Annahme, dass der Riss noch besteht. Oh nein, jetzt hat Jack auch dieses Phänomen, dass... Wow. Das ist nicht gut. Jack, was ist mit dir los? Quantum Break Teil 2? Warte, ich weiß nicht, es sieht sehr nach Ende aus. Eine Frage noch. Ach stimmt, mach ich irgendwie Sinn. Serenes gesamte Philosophie war, dass Zeit ein festgelegter Pfad ist und nichts geändert werden kann. Damals waren sie offensichtlich anderer Meinung. Nach all dem, was sie gesehen und getan haben, müssen wir wissen, was glauben sie jetzt? Hatte er recht? Oder ist es möglich, die Dinge zu ändern? Ich werde wiederkommen. Ich glaube, es wird einen zweiten Teil geben.
Und ich glaube, im zweiten Teil versucht Jack ernsthaft Beth zu retten, irgendwie. Wobei ich mir nur denke, so. Ja, irgendwie, nee, irgendwie nicht. Aber ich glaube, das hat er hinzugefügt gerade eben. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass Beth da irgendwie das schon hatte oder so. Ach, was weiß ich. Aber ich gehe stark davon aus, von ich werde wiederkommen, einen zweiten Teil erwarten zu dürfen. Also, wird es hoffentlich einen zweiten Teil geben. Ich fand das Game relativ geil. Hat extrem Spaß gemacht. Ich bin ja generell so ein Fan von Zeit-Bullshit. Also so drüber Gedanken machen, so was würde passieren, wenn man das macht und das und so, kennt man ja. Habe ich ja in diversen Folgen dezent unnütz erklärt, aber naja. Das Spiel hat alles gut erklärt. Und ich glaube, es ist nicht unmöglich, irgendwas zu verändern. Weil, wenn man jetzt zum Beispiel denkt, ich glaube, diesen Text, den er gerade eben wirklich gesagt hat, ich glaube nicht, dass der, hier schon in der normalen Dings kam. In der Normal. Sorry, also wo wir halt der Gefangene Jack gespielt haben. Ob das da schon war, das ist natürlich jetzt die Frage. Aber, um mal komplett vom Spekulieren für den zweiten Teil abzuraten, wir haben den ersten Teil aus mir fertig gespielt. Der erste Teil ist fertig. Development Babies. Alles klar. Main Game Guest. Cast. Nicht Guest, ich liebe immer Guest, aber steht Cast. Jack Joyce, Paul Serene, William Joyce, Martin Hedge, Beth Wilder, Liam Burke, Amy Ferrero, Nick. Nick ist der Fahrer gewesen, oder? Ah, und die mit uns eben geredet hat, das komplette Spiel über mit uns geredet hat aus der Zukunft, das war auch die, die immer über den Funk geredet hat. Stimmt. Nice. Wir haben das Spiel geschafft. Ich weiß nicht, was ich sagen soll, also, ja, ist halt so. Wir haben es geschafft. Ich hoffe, es gibt einen zweiten Teil, den werde ich auf jeden Fall dann auch spielen. Und das war nice. Gut. Ich glaube, es gibt dann nochmal, es würde nice sein, wenn danach noch eine Sequenz kommen würde. Würde aber auch eigentlich reichen, wenn es jetzt Ende wäre, weil wir hatten ja schon so, ich werde wiederkommen. War ja eigentlich schon so. Aber die Frage, die ich mir gerade stelle, ist, was ist jetzt mit Jack? Weil Paul hat ja seine komischen Extrakräfte bekommen, als er halt mit dem Kronenfeldregulator damals in Berührung kam. Also dieses komische Viech da, was er ihn sozusagen da unterdrücken wollte, sag ich jetzt mal, also ihn kontrollieren wollte. Deswegen hat er ja die Medizin gehabt. Aber was ist jetzt mit Jack? Jack hat ja eben auch so komisch geflackert, sag ich jetzt mal. Aber eigentlich ist ja der Riss geschlossen, das heißt, Jack dürfte eigentlich gar keine Kräfte mehr haben, oder? Sehe ich das jetzt falsch? Das ist natürlich jetzt eine gute Frage. Aber ich glaube wirklich, es gibt noch einen zweiten Teil, wo wir das klären werden. Und wo wir versuchen, Beth Wilder zurückzuholen unter die Lebenden. Oh, jetzt haben wir hier die Musik. Okay. Hier ist schon viel Musik drin. Okay. Third Party Technologies. Die dritten Party Technologies. Ah, hier haben wir nochmal die ganzen Leute, die ganzen Firmen. Havoc, Bing Video, den kenne ich noch. Das war es eigentlich schon, die anderen kenne ich nicht. Nice. Obwohl, Umbra kenne ich vielleicht auch. Umbra. Okay. Ja, da sind viele Leute mit A bei, fällt mir gerade auf. So, jetzt gerade mittig. Adam, Andrea, Andrew. Alles klar. Todd mit Doppel-D, alles klar. Left beam. Global Marketing. Arcom. Public Relations. Business Management. Business Development. Microsoft Test Team. Ah. Die haben also das Spiel getestet. Yurika? Das ist Yurika und Ryan Mayes. Und das Spiel also getestet. Okay.
geht denn hier los? Dieses Loft 9 Business Service kommt ein bisschen nach vorne, genau wie K-Words International LTD, LTDs Limited. Das ist sozusagen was wie GmbH oder KG. Für alle, die das noch nicht in der Schule hatten. Jetzt haben wir hier den Yo Service LLC, was LLC ist, weiß ich nicht. Platform Release Management. OPS, was ist OPS? Ups. Okay. Global Publishing Extended Team Europe. Okay. Das Business Management schon wieder. Das hatten wir doch schon. Oh mein Gott. Design. Da sind die Designer. Das sind nur drei Leute. Okay. Wie lange geht das noch? Langsam wird es langweilig. Das ist schon wieder die Yo Service LLC. Da ist noch ein Testteam. Nicht das Microsoft Testteam, das normale Testteam. Wenn ihr meint. Und jetzt sind wir aus Brook Street. Alles klar. Also das... Oh, Nvidia. Oh, das... Ich glaube nicht, dass ich Nvidia hier gerade unterstütze, weil ich auf Xbox spiele und auf Xbox... Ich glaube, hat eine Xbox... Nee, Xbox hat keine Nvidia-Grafikkarte, gell? Würde mich sehr verwundern, wenn das so wäre. Aber dann... Das wundert mich jetzt... Also das ist wirklich mal eine gute Frage. Was für eine Grafikkarte ist eigentlich die Konsole eingebaut? Oh, jetzt sind wir, glaube ich, am Schluss. Okay. Ja. Okay. Ja, ist okay. Ich glaube, das dauert noch 8 Jahre, bis es Ende ist. Die Musik hört sich auch nicht so an, als ob es Ende wäre. Ja, hört auf alles. Ah. Und jetzt natürlich der normale Abspann, als ob. Als ob der jetzt nochmal kommt. Gibson? Carlo? Brenner? Protester? Scientist 1, Scientist 2? Was? Wer sind die denn alle? Linda Woods? Holden. Die sind neu. Die waren eben noch nicht drin. Camera Operator? Camera First Assistant, Camera Second. Okay, B-Camera Operator, alles klar. Und dasselbe nochmal mit B komplett. Dolly Grip, B, Dolly Grip. Alles klar. Und generell Grips. Oh man, es dauert so ewig. Ich will aber auch nicht dem Spiel sich selbst überlassen und halt jetzt einfach aufhören zu reden und dann halt einfach sobald das Ende haben. Ich werde gucken, ob noch was zum Schluss passiert. Jetzt wird der Bildschirm dunkel. Nice. Weil ich so lange nicht gedrückt habe. Beste Xbox ever. Oh, oh mein Gott, so viele Namen. Alles Drivers. Ja. Sand, alles ist Sand. Ja, ist okay. Die Second Unit, natürlich. Ja, ja. Geneva. I'm driving my car.
Und die Musik. Alles da. Electric, electric loving, give it away, flower duet. Lonely, but not alone. Looking for something better. Tennyson, the answer here. Alles klar. Remedy Entertainment. Little thanks. Okay. Recorded ad. Kenn ich da irgendwas von? Okay, gar nichts von. Wow. Ist es jetzt Ende? Es kommt nichts mehr. Das sieht ja nach Ende aus. Ende? Georgia. TourGeorgiaFilm.com. Die Musik endet? Ja, sie endet. Ja, ich weiß ja, dass es nicht in echt passiert. Ist okay. Remedy. Sie waren sehr geduldig mit uns und sehr hilfreich. Vielen Dank. Ja, aber mit der Geduld wird's langsam knapp. Natürlich. Gleich hier draußen. Mr. Joyce. Endlich. Ich dachte, Sie wollten reden, nicht mich verhören. Nun, Sie waren bei der Sache mittendrin. Sie verstehen sicher, dass wir genau herausfinden wollen, was passiert ist. Sie haben das alles Paul angehängt. Das ist nicht schlecht. Paul Serene tanzte immer zu seiner eigenen Musik, das wissen Sie. Er und seine Wahnvorstellungen haben Monarch erheblich geschadet. Aber wir können dieses Unternehmen noch retten. Ein Mann wie Sie wäre sehr hilfreich. Monarch ist nicht mehr das, was Sie denken, Mr. Joyce. Sie verfügen über außergewöhnliche Qualitäten. Und auch wir könnten Ihnen bei Ihren Bedürfnissen zur Hand gehen. Wir könnten einander helfen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das. Erstmal, Martin hätte überlebt? Der Typ hat ein Messer ins Auge bekommen von Liam. What? Dem geht's einfach so gut? Deswegen war auch seine Leiche nicht da. Hä, aber what the fuck? Der hat ein Messer ins Auge bekommen. Der ist ja nicht mal blind auf einem Auge. Dem geht's gut. Der hat Hex, Junge, der hat Hex. Der hat die Hex ausgepackt. Aber jetzt hat Jack auch diese Entscheidungsdinger. Alter, zweiter Teil confirmed, Jungs. Es ist nicht mehr so, vielleicht gibt es einen zweiten Teil. Es gibt einen zweiten Teil. Das wurde gerade angeteasert auf Doom. Können wir noch irgendwas im Menü machen? Wir können ein neues Spiel machen. Okay, Zeitschrank, was haben wir denn überall? Das ist ganz hinten, gell, ja. Gut, dann gehen wir mal ganz nach vorne und schauen mal kurz nochmal, wo wir denn alles haben. So, wir haben 93% in... Der im ersten 0%. Wow. 100%, juhey. 0. Da gibt's aber auch nichts zu entdecken, das ist ein Film. Nee, das ist der Film. Hä? Ach so, das war ja. Ach stimmt, ja, ich weiß, da habe ich eine Krone. Nee, keine Krone wurde. Da habe ich einen. Man hätte sich nämlich mit Paul Serene den Kern anschauen können, das habe ich nicht gemacht. Uns fehlen 6 Kronenquellen, fällt mir gerade auf. Soll das dann überhaupt aufgehen, dass man alles kaufen kann? Ach, was weiß ich. Okay. Ja, aber hier gibt es ja Kronenquellen, genau. 0, 90%, 68, 100, hier haben wir alles. Kann man das eigentlich erneut spielen und kann dann einfach, Dings ändern? Geht das? Kann man das machen? Dann würde sich aber auch das hier doch ändern, oder? Oh, hier ist blau. War das manchmal so lila, oder? Ja. Ach, immer bei einer Sequenz wechselt die Farbe. Okay, dann war ja hier diese Frequenz, jetzt wird's rot. Jetzt wird's gelb. Und jetzt wird's türkis. Grünlich, türkis. Und das Ende. Wow. 93% des Spiels haben wir abgeschlossen auf normal. Ja, Downloads.
Was gibt's hier? Paket für Quantum Break Episode. Was hab ich? Optionale Offline-Episoden für Quantum Break. Um auf diesen Inhalt zuzugreifen zu können, muss das Spiel Quantum Break gebunden sein. Größe ist 75 GB. Preis kostenlos. Das sind die Zwischensequenzen. Zwischensequenzen, das sind wie viele Filme? Wir haben sie eben geguckt. Eine. Zwei. Drei. Vier. Vier. Es gibt ja immer zwei Auswahlmöglichkeiten, also sind es insgesamt acht. Das heißt, acht halbe Stunden. Das heißt, acht halbe Stunden sind vier ganze Stunden. Für vier Stunden sind das 75 GB. What the fuck? Das ist dezent zu viel, Quantum Break. Dezent. Gut, dann würde ich aber trotzdem sagen, wenn euch das Spiel gefallen hat, unterstützt es, kauft es euch selber, spielt es selber. Ich kann es nur empfehlen, ich glaube, es ist auch zehnmal besser, wenn ihr es selber spielt und auch selber andere Entscheidungen trifft als ich jetzt. Als ob, wenn ihr, ist klar. Obwohl, eine Frage hätte ich noch. Es ist ja so, was würde passieren, wenn ich beim ersten Mal entscheiden, das andere nehme, sind dann alle anderen Entscheidungspunkte auch anders? Das ist jetzt sowas, was mich gerade interessiert. Weil dann würden die 75 GB ein bisschen gerechter werden, weil dann wären es ja nach dem ersten für jedes andere, wenn es ja dann nochmal, 7 verschiedene. Nee, macht ja keinen Sinn. Dann wären das ja extrem viele. What the fuck? Das wären ja dann extrem viele Möglichkeiten. Okay, das wäre ja wie so ein Baumdiagramm aufgezeichnet. Gut, aber ich würde trotzdem sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben für das Spiel da, kauft das Spiel, es ist extrem nice. Auch wenn das Voice Acting ein bisschen verwaschen ist. Aber ich finde es gar nicht so schlimm gewesen. Ja, wenn ihr noch nicht abonniert habt, abonniert natürlich auch den Kanal, schaut bei anderen Projekten vorbei. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder und bis dahin. Ciao.